Hallihallo, Hallöchen, es ist wieder Let's Play World of Tanks Zeit und mit einer Arti. Ja, wie viele von euch wissen, ist gerade die FV304 Arti so mein persönlicher Hassgegner fast schon, weil sie irgendwie schaffen, sich immer auf mich einzuschießen und die dann irgendwann alle Module und oh, sie sind einfach so nervig und treffen überall. Deswegen dachte mir, warum nicht mal ein Let's Play davon zeigen? Gespielt von Schlingel, Karte ist Minen und hier mit seiner 6er Arti im 7er Gefecht kann er da auch was anfangen. Oktanbenzin hat er am Start, das auch noch ein bisschen schneller beim Gegner ist. Er ist einfach so nervig. So, man sieht schon, allein schon die Geschwindigkeit. Und dann hat es auch echt noch einen Winkel, wo sie einschlagen kann, der auch nochmal zu krass ist. Mal gucken, was er hier so reißen wird. Er hält auf jeden Fall jetzt hier mal direkt auf die Insel oben drauf. Oder auf das Plateau. Ja, der ELC wird hier weggerammt, aber jetzt, da kommen die ersten Gegner und hier wird er sich gleich austoben. So, T150, bisschen daneben. Dieser wahnsinnig schnelle Reload, den die Arti einfach mit sich bringt. Da hat er ganz knapp nicht getroffen. Aber der T29 vielleicht. Ja, man sieht schon, dieser Winkel, der ist einfach so krass. Auch hier ein bisschen daneben. T29 will es jetzt wohl wissen. Jetzt ein bisschen vorhalten. Er bleibt. Oh, wie ärgerlich. T29 dachte sich dann plötzlich, nee, ich will nicht mehr. So, jetzt muss er aber mal langsam treffen. So, jetzt vielleicht. Ja, jetzt macht er erst einen Hit, 128 Schaden. Wie gesagt, es ist einfach so ein Granatwerfer, das Ding. Er bleibt auf den T29 drauf. Und hier 84 Schaden. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber man sieht schon einfach diese Geschwindigkeit. Wenn man einmal im Fokus eine Arti steckt, wie hier der T29, dann hat man die Arschkarte. Und jetzt, mal schauen, was er jetzt schaden macht. 153. Es sind diese Nadelstiche, die einfach immer wieder wehtun. Minimap vergessen, groß zu machen. So. Jetzt mache ich ihn aber weg. Komm. Ja, da macht er weg. 90 HP. Und seiner war's. So, jetzt den Jagdpanzer. Und auch so schnell einaimen. Das ist halt einfach... Oh, der Jagdpanzer steht auch noch schön seitlich. Mal schauen, was er hier jetzt an Schaden macht. Voll eingeaimt. 441 Schaden. Der tut weh. T150. Selbst voll eingeaimt kommt er jetzt hier nicht hinter den... Oder? Nein. Ja. Schießt er in den Stein... Und jetzt bewegt er sich, hat er Oktanbenzin dabei, also warum nicht? Wahnsinn. Fahrt um die 55. Einfach flink. Da drüben der Tiger. Den wird er jetzt aufs Korn nehmen, schätze ich mal. Genau. Sonst. Oder auf den E25. An seiner Stelle würde ich den Tiger nehmen. Dürfte er besser drauf kommen. Tiger bekommt jetzt auch so voll einzoomen und der dürfte klappen. 11 HP, seine Kragenweite. Aber da vorne ist noch ein bisschen was offen. Oh, die stehen auch wieder sehr gut für ihn. Jetzt ist guter Rat teuer, auf wen will er zuerst gehen? 122, 44. Au, griechischer Treffer, 71. Jetzt ist er zu, leider. Der erst müsste ihn nochmal aufdecken. Steht 11 zu 10. Jetzt macht er einen Blindshot hinter das Haus. Gut gedacht. Aber da war er leider nicht oder noch nicht. So, mal gucken.
Jetzt stelle sich mal höher. Das ist einfach, diese Arti ist auch, sie hat zwar keine lange Reichweite, aber sie ist einfach so mobil und so variabel auch dadurch. Das ist einfach schon toll. Für die Arti-Spieler, die sie spielen, für mich jetzt nicht, weil ich mag es ja nicht. So, der E25 bietet sich hier ja förmlich an. Oh, jetzt 153 Schaden. 11 zu 11. Enge Nummer. IS ist mittlerweile tot. Su 100Y steht hinten und campt. Jetzt muss er einnehmen, jetzt muss er warten, sonst wird das nichts. Ja. Su 152 nimmt ihn raus. Und jetzt kommt der Jagdpanther. Schau mal, ob er da hochfährt. Fährt in der Tat hoch. Jetzt kann er ihn versuchen, seitlich einfach mal eine in die Seite zu geben. Ja, genau, perfekt so. Ja, jetzt schießt. Alter, krass. Und zündet ihn an. Ja. Vielen Dank und auf Wiedersehen. 606 Schaden mit einem Schuss. Und das von dieser Arti. Damit langt er schon bei 1737 HP oder Schaden an. Schneller Schuss aus der Hüfte, aber trifft hier leider nicht. Nimmt die Su raus und jetzt, last but not least, lebt nur noch die Su 122-44. Da kommt er auch gut drauf. Und nimmt ihn raus! Nimmt ihn auch noch tatsächlich One-Shot raus. Nice gemacht. 2152 Schaden. Brutal schnelle Runde. Ich weiß, warum ich den Panzer als Gegner nicht mag. Als Teammember nehme ich ihn mit. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Da seht ihr auch mal wieder ein Arti-Play. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.